Leute, willkommen zurück zu Mario Party 8. Ich suche den Titel immer wieder. Ja, wir sind in König Buhus Horrorhof, haben beim letzten Mal schon ein paar aufmunternde Worte bekommen, sowas wie, für den Stern brauchst du 10 Münzen, finde König Buhu auf diesem Brett. So, aber es gibt eine Besonderheit auf diesem Brett, und zwar, das Brett ist immer unterschiedlich. Ich will keine Bonbons, nö. Das Brett ist tatsächlich immer wieder unterschiedlich, es ist zufällig angeordnet. Und wir landen direkt erstmal in eine Falle. Wundervoll. Dies scheint eine Sackgasse zu sein. Nein, noch viel schlimmer. Es ist eine Fallgrube. Es gibt, glaube ich, 2 Fallgruben. Hat er jedenfalls im letzten Part noch gesagt, der Billy Balla Balla. Deswegen gehe ich davon aus, dass es noch eine gibt. Wir müssen aber wirklich diese, ich glaube, 3 Orte finden, wo sich König Buhu aufhält. So. Also es gibt verschiedene Räume. Die sind unterschiedlich angeordnet, je nachdem, wie oft man... Oder wann man, jedes Mal, wenn man das Brett neu antrifft, ne? Dann ändern sich halt ändert sich das Brett. Das ist halt das Interessante dabei. So, wir drehen einfach mal die Minispielscheibe, ne? Was soll's. Ich drück vielleicht einfach auch mal was. Ich will jetzt nicht nochmal dieses Affenspielchen. Hausdurchsuchung, das passt ja gerade so zum Spiel, zum Level. Aber ist auch ein bisschen komisch. Ich muss mir die Steuerung nochmal anschauen. Taschenlampe bewegen, ja, einfach mit der Wii-Fernbedienung. Und bewegen tun wir es auch nochmal mit der... mit dem Steuerkreuz. So, es gibt nämlich hier verschiedene Verstecke in diesem Zimmer. Da können sich Pinguine verstecken, da können sich Steinblöcke verstecken. Da können sich... also die ganzen Personen, die da auf dem Bild waren, die können sich da verstecken. So, wir sind unten. Ich guck erstmal da im Kamin. Und ab und zu gibt es auch ein paar Geister. Ja, die Steuerung ist wirklich ein bisschen komisch. Alter, sie hat schon was gefunden. Okay, da war ein Geist. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen zufallsabhängig. Da ist auch noch was. Ist auch ein Geist. Ja, toll, ich will jetzt hier nicht alles absuchen. Alter, ich finde halt auch wirklich nur Geister, ne? Ich hoffe, sie findet jetzt nicht den Kamin. Hallo? Alter, sie hat echt Glück. Ich finde hier echt gar nichts. Aber es ist eigentlich ein echt nettes Minispiel. Die findet... hat die... achso, die hat den Pinguin gefunden, okay. Ey, das ist doch Betrug, ey. Was ist das denn für eine Scheiße? Weißt du, ich... okay, die ganzen Viecher, die hätte man finden können. Das ist das Problem. Aber ich habe irgendwie in einer... ich habe selbst... ja, es ist echt komisch. Es ist echt scheiße. Okay, ist ja noch am Anfang. So viel muss ja jetzt nicht unbedingt passieren. Das Ding ist, ich habe jetzt nochmal im Kamin nachgeschaut am Anfang, ne? Es ist nicht immer so, dass gewisse Charaktere... immer an gewissen Orten sind. Also das ist... ich glaube, das Feuer ist immer im Kamin, aber das ist je nach Partie unterschiedlich, ob das Feuer existiert oder nicht. Das ist das Problem. Scheiße. Tut mir leid, aber... mich hat auch die Störung so ein bisschen überrascht. Boah, ich will noch einmal auf dem Versus-Feld. Ich will mir jetzt meine Münzen zurückholen. Blöde Kuh. Kann ja nicht sein, dass die bei so einem Spiel gewinnt. Ich meine, ich habe ja 10.000 Vasen hier abgesucht, ne? Und nichts gefunden. Das ist übrigens auch so das erste Spielbrett, wo ich immer Probleme hatte. Ja? Also ich war so... okay, sie bezahlt, natürlich. Das heißt eigentlich oft, dass sich dahinter der König Buhu befindet. Weil diese Wege dann doch recht einsichtig, einwegig sind, keine Ahnung. Man kann aber noch auf der Karte schauen, wo man gewesen ist. Das ist das erste Brett gewesen, wo ich wirklich Probleme hatte. Hier habe ich im Grunde beim ersten Mal durchspielen. Das war zu Weihnachten, ich weiß noch. Ich war in der 3. Klasse, glaube ich. Da habe ich wirklich am Weihnachten bis zu diesem Brett gespielt. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war, aber... So.
Ich hoffe, du würfelst jetzt eine 1 oder irgendwas Niedriges. Oder vielleicht ist da noch ein Raum oder so. Ja, die Chance ist hoch, dass da wirklich ein König Buu ist. Okay. Der will sie auch nochmal bezahlen. Wenn das nicht interessant ist. Ich bin echt gespannt. Aber es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie den ersten König Buu finden wird. Ja, jetzt hat sie nur noch 4 Münzen, von daher, was soll's. Wäre eigentlich geil gewesen, wenn hier König Buu gewesen wäre, ne? So. Es macht mich halt so ein bisschen kirre, dass ich das jetzt nicht geschafft habe mit dem Scheiß Verstecken und so. Meine Güte. Ich hätte noch unter dem Teller nachschauen können, unter dieser Glocke. Auf dem Tisch. Ich glaube, man kann auch unterm Tisch nochmal nachschauen, ne? Also unter der Glocke müsste sich, glaube ich, dieser Amp befinden. Also dieser... Wie heißt das denn im Deutschen? Nee, Sparky. Sparky heißt es im Englischen. Amp heißt das, glaube ich, im Deutschen. Ey, keine, irgendwie sowas in der Art. Meine Fresse, frag mich doch nicht. Bau meine Nase. So, Toadette. Jetzt holen wir uns aber die Sterne, ne? Natürlich. Bist schon richtig drauf und dran. Oben müsste eine Sackgasse sein. Wir gucken uns mal die Übersicht an. Da merken wir, da ist der Startpunkt. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr hohe Chancen. Man kann erkennen, welche Räume jetzt, was hier Räume sind und was nicht. Aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich hier ein Buu befindet. Ich gehe davon aus. Allein von der Map. Es sei denn, da kommt ein Linksknick. Oder ein Rechtsknick. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Da wahrscheinlich ein Rechtsknick und dann erst ein Dingens, ein Buu. Machen wir es halt so rum. Komm. Darfst jetzt aber auch keine hohe Zahl würfeln. Eine 8. Die geht natürlich auch dorthin. Aber wir gelangen auf ein Versus-Feld. Und diesmal müssen wir alles geben. Jetzt ganz im Ernst. Wir lassen diese hochnäsige Prinzessin doch jetzt nicht gewinnen, oder? Das kann doch jetzt nicht sein hier. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir lehnen uns alle gegen Peach auf. Alle zusammen, los. Wenn wir alle zusammenhalten, dann hat sie keine Chance. Nein, nein. Oh, Glück gehabt, ey. Fast wieder das Affenspiel. Nee, aber die aufmüpfenden Bauern, die wollen sich jetzt natürlich an Peach Kohle vergreifen. Vollkommen normal. So, wir sollen die Fernbedienung so halten. Okay. Halte A und 1 gedrückt und bewege auf und unten. Nach oben und nach unten. Okay. Das Ding ist, wir fahren jetzt mit einer Draisine durch eine komische Höhle und viel ist da eigentlich nicht bei. Boah. Okay. Ich glaube, das könnte schlecht für meinen Nacken sein. Ein bisschen nach oben und nach unten. Früher war das bestimmt sehr viel angenehmer. Ja, 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 wir fahren durch die Mine. Lala, das ist ein wundervoller Tag. Und wieso ist die Strecke so kurz? Ich hab die länger in Erinnerung, ganz im Ernst. Toadette is the winner. Yay, und jetzt nochmal eine Ehrenrunde drehen oder so, keine Ahnung. Hauptsache weiterfahren. So, jetzt klauen wir der Peach alles, was sie hat. Auch ihren letzten Pantoffel. Beziehungsweise ihre letzten High Heels oder was auch immer sie hat. Ey, das ist doch eindeutig 10, das ist 5. Ja. Im Zweifel immer das Wenigste, ne? Das ist halt immer so. Okay, ganz so habe ich das nicht mehr drauf, aber das ist halt eigentlich eine gute Taktik, immer bei Rot zu machen. Vielleicht sogar im 90-Grad-Winkel, dass es zwischen Rot und Grün ist, weil ich mache das jetzt immer ein bisschen zu spät. Deswegen sollte ich da vielleicht doch ein bisschen früher drauf achten. Das ist auch mein persönliches Reaktionsverhalten, ne? Ach, das kann doch nicht alles hier so eine Grube sein, jetzt mal im Ernst. Das ist schon... Ne? Ist ein Witz. Das heißt aber jetzt, andere Wege, die müssen automatisch zu einem Buu führen. Aber sie hat jetzt auch gar nichts Besonderes dadurch, Alter. Wow, Peach, du hast mehr geschafft als ich. Nicht wirklich. Also, wir drehen uns im Kreis. Aber das erste Mal, wo ich dieses Brett gespielt habe, habe ich immer verloren. Und ratet mal, gegen wen?
Nein, nicht Peach, gegen Toadette. Ich habe ja gesagt, ich habe mit Yoshi gespielt. Meine Güte, damals hat die mich noch so richtig aufgeregt. Und jetzt ist es irgendwie so mein Lieblingscharakter geworden in, ja, allgemein Mario Party, Mario Kart, was weiß ich. Puh, ja, können wir uns mal ein bisschen leisten. Ist jetzt nicht im Sonderangebot, aber ich glaube... Oh, das ist so teuer. Das ist so teuer. Ich, oh, Alter, bist du bescheuert? Du bist ein Wucher. Ich will meine Kohle auch noch behalten hier. Vor allem, wenn ich jetzt wieder 3 verliere. Ich hätte mir doch die 3-mal Bonbons kaufen sollen. Ich meine, komm, sind wir mal nicht so. Es ist recht teuer. Ich glaube, die bekommt jetzt Sonderangebote, ne? Ja, natürlich bekommt jetzt Sonderangebote, weil sie halt nichts hat. Kriegt ein 2-mal Bonbon. 2-mal Bonbon. Und wir werden die Plätze tauschen. Ist ja noch geiler. Oh. Beziehungsweise ich werde nach hinten geworfen. Platztausch ist jetzt nicht unbedingt so. Du bist so dumm. Peachy, lass mich hier in Ruhe. Ach, Alter, willst du mich doch verarschen? Ich komme hier kein bisschen weiter hier. Im Hintergrund sehen wir auch diese komischen Mäuse, die meistens auch in New Super Mario Bros. Wii so vorhanden sind. So, Peachy, 2 Münzen, jetzt der letzte Pantoffel. Oh, das ist echt ein... Ich finde, dieses Match ist gerade so ein bisschen... Ne, das zieht sich. Ich glaube, das merkt man. Duell-Minispiel. Ich würde jetzt ungern nochmal auf den Affen kommen. Ja, bitte keine Affen. Ram die Balance. Das kann ganz nervig werden. Ich suche mir dann nochmal die Steuerung aus. Lenkrad bewegen. 2 Gas geben. 1 ist Bremsen, beziehungsweise der Rückwärtsgang. Das Problem ist, bring die Balance, die der Farbe deines Wagens entsprechen, zum Platzen. Drück auf die Tube. Okay, weil es ist nämlich so, manchmal komme ich so auf die Idee, ja, die Balance des Gegners zu Platzen zu bringen. Ist natürlich klar, dass das nicht ganz so toll ist. Jetzt erstmal dafür... Och Gott, was ist das denn jetzt hier? Aber die Lenkung ist besser, als ich das sonst so im RL habe, ne? Also... Ja, geht eigentlich. So. Und jetzt hat Peach gewonnen, ne? Hey, würde mich so ein bisschen wundern. Weil ich habe ja gerade noch gelesen, die Balance deiner Farbe, ne? Nicht deines Gegners. Das ist halt immer so ein Problem. Also da komme ich so manchmal in. Denke ich mir manchmal so, ist das jetzt so gut? Ist das falsch? Ist das. Überlasse ich den Gegner jetzt den Sieg? Jetzt probieren wir es mal die 10. Oder die 5. Ist ein bisschen sicherer. Natürlich die 5. Okay, dann doch so ein bisschen. Ich glaube, der sollte dann eher so ein bisschen in der grünen Bereich sein, nicht im roten. So zwischen Rot und Grün, das ist eigentlich recht gut. Wobei ich jetzt natürlich auch sehr spät war, ne? Ah, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen so... So, jetzt können wir uns aber bestimmt einen Bonbon leisten, oder? Einen guten, knackigen Bonbon. Ja, nochmal nach links gehen ist dumm, ne? Da brauche ich nichts zu überlegen. Ja, bezahlen wir mal. Weiter als bis hierhin wird Peach nicht kommen. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit auf ein Solo-Minispiel. Also zu verlieren haben wir nichts. Ich habe jetzt... Wobei, sie hat einen 2-mal-Bonbon, ne? Das ist eine Scheiße. Jetzt habe ich dir im Grunde den Sieg überlassen. So ziemlich. Stempelitis. Ja, nochmal das Idealgewicht. Das ist gut, ich mag das Idealgewicht. Ich hab's zwar selbst nicht so, aber... so das Minispiel an sich ist ja eigentlich ganz in Ordnung, ne? Selbst wenn ich jetzt nicht so dem Idealgewicht entspreche. Ach, wieder dieselbe... Anzahl. Na gut, erstmal alles draufkippen, ne? Das kennen wir ja schon. Nicht träumen. So, das reicht eigentlich.
Das ist halt ein richtig einfaches Minispiel. Beim anderen muss man ein bisschen denken. Und beim anderen muss man ein bisschen aufmerksam sein. Also das ist immer so... Wobei, das sind eigentlich zwei Aufmerksamkeitsminispiele und einmal so ein, Merkminispiel. Das war jetzt zum Beispiel ein bisschen zu früh. Aber ich würde sagen 20, ne, ja. Nicht, dass man mir hier was anderes sagt, ne? Boah, diese Kohle! Zaster! Ah, ich mag das. Ich glaube, ich bin im Mario Party so ein bisschen geldgeil. Ja, war so klar, aber ich glaube nicht, dass sie 2x10 kriegt, oder? Ah, es ist schwierig. Über 10 zu kommen ist... Ja, für sie wahrscheinlich auch nicht so unmöglich. Okay. Gut. Da haben wir noch gute Karten. Zumal bestimmt noch ein bisschen was auf uns zukommt. Und sie hätte ja sich ja den Stern sowieso nicht leisten können. Meine Sorgen sind komplett unbegründet. So. Im Duellmodus ist dieses Brett auch ein bisschen größer. Oder eigentlich schon sehr viel größer, wenn man hier nicht unbedingt den Überblick behält. So, Alte, kannst du bitte mal ein bisschen Abstand halten? Sie kommt mir entgegen. So, ich will jetzt aber taktisch vorangehen. Das Ding ist, wir haben jetzt wieder eine Abzweigung und ich will auf keinen Fall irgendwie in Versuchung geraten. Nochmal die Übersicht an. Hier hätten wir zum Beispiel nochmal die Möglichkeit, vielleicht nach oben zu kommen. Ich glaube, höher geht's nicht. Ich glaube, hier könnte ein Buhu sein. Wobei, wir können auch scrollen. Dann merken wir, dass da durchaus so ein bisschen mehr kommen könnte. Alter, verarsch mich nicht. Okay, nach unten hin kann auch sehr viel kommen. Nach oben hin jetzt nicht so viel. Also hier kommt... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es aber... Ich will es nicht testen. Wenn jetzt hier oben so eine Abzweigung ist, die zum Kreis führt, weißt du, dann habe ich nichts geschafft. Aber hier kann auch so eine Abzweigung... Ich gehe nach oben. Komm, wir gehen jetzt nach oben. Ich hoffe, das ist jetzt kein Outdoor-Bereich. Wenn doch, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Aber na gut, das ist auch Taktik, ne? Ja, gut. Kaufen uns auch ein paar Bonbons. Das, was wir brauchen. Ein bisschen Verpflegung. Am liebsten die Dreier. So. Ja, das ist gut. Ein Dreier-Bonbon ist eigentlich immer ganz nahrhaft. Für den flotten Dreier, ne? Im Bett. Ach, komm, Toilette. Hier wollen wir es nicht antun. Ja, danke schön. Endlich mal nach 10 Jahren kriegen wir endlich mal ein Buhu zu Gesicht. Im King. Ey, ich bin der King. Ja, gib mir einfach 10 Münzen und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Jupp. Hier hast du sie. Wir haben sogar noch genug für den nächsten. Sie haben jetzt natürlich die Möglichkeit, also die Peachy, nach unten zu gehen, ne? Und vielleicht ist da ja auch ein Buhu. Boah, aber ich bin jetzt so glücklich, dass wir wenigstens das geschafft haben, ne? Also diese Party kann echt lange dauern. Das merkt man, glaube ich, ne? Es kann aber auch schnell vorbei sein, das ist das Problem. Ist halt alles zufallbasierend. Wie jetzt das Brett aufgebaut wurde und so. So, du gehst jetzt bitte mal nach unten, okay? Weil oben hast du ja nichts mehr. Da weißt du ja, dass... Und da du nicht genug Münzen hast, machst du mir im Grunde schon so ein bisschen Platz. Lass dich jetzt erstmal durchlaufen. Was für ein heißer Kampf. Ich bin beeindruckt. Mal sehen, wie es steht. Wer hätte gedacht? Es sieht ganz aus, als würde Toadette gewinnen. Wenn das so weitergeht, verliert Peach. Oh, das wäre schade. Wir wollen bla bla bla. Spezialbonus hier für dich, Peach. Gönn es dir. Gönn's dir. Also, Peach, ein Pfeilwurf bitte. Aber bitte nicht in den Hintern. Das ist ein bisschen... Das tut weh. So, dann verkackt die nochmal mal schön. Ah, ist das Beste, wenn man sowas noch verkackt. Natürlich ist das kostenlos für sie. Aber ich weiß nicht. Ich würde aber sagen, Leute, dass wir hier beim nächsten Mal weitermachen werden. Mal sehen, ob wir die Chance haben, Peach in den Grund und Boden zu stampfen oder sonst was. Das werden wir sehen. Beim nächsten Mal.
von Mario Party 8. Tschüss und bye bye.